Moin Leute, hier ist wieder euer Thermabon. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry 6. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst gerne ein Abo und Like da, damit ihr keine Videos mehr verpasst, damit wir dieses Jahr noch die 100 Abonnenten schaffen. Und ich muss dir von machen dem Plan jetzt die erzählen. Story weiter. Dank dir ist Benites Verteidigung im ganzen Osten zerstreut. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um ihr Hauptquartier anzugreifen. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie viele Soldados dort sind. Deswegen lautet der Plan wie folgt. Du, La Moral, die Ancianos und dieser Panzer schleichen ganz leise auf die Insel. Mit dem ollen Panzer schießen wir Löcher in die Festung und dann schießen wir so lange weiter, bis Benitez tot ist. Sie hat sicher für viele Angriffsszenarien vorgesorgt. Aber über eine Pontonbrücke mit einem Panzer auf die Insel kommen, steht sicher nicht auf der Liste. Okay, dann greifen wir jetzt Benitez an. Mit El Tigre auf deiner Karte eingezeichnet. Hier, Kleiner. 2500 Meter. Mal schauen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dort bin. So, wir sind jetzt dann gleich da, wenn es nicht schief geht, mit diesem Quad hier zu fahren. Gott, da kommen noch ein paar Chancen. Ah! Gott! Hilfe! Ah! Das wird knapp. Aber wir fahren noch, Und wir sind jetzt dann gleich da. Was zur... Okay. So, wir sind da. Bist du bereit? Hey, Baby Tigre. Ein großer Kampf steht vor der Tür. Ach, ich bin nur froh, dass alle gut miteinander auskommen. Ja, dank dir. Damals, 67, hat Santos die Leute vereint. Heute hast du diesen Zauber. Dann bin ich Santos. Nein, du bist ich, die Faust. Jedenfalls... Vor jeder Mission stelle ich mir vor, erfolgreich zu sein. Und dann habe ich auch Erfolge. So, ich habe mir gerade vorgestellt, die Marine zu vernichten. Kannst du losgehen? Die Jugend heutzutage. Ihr seid so schnell mit allem. Halte doch kurz inne. In wenigen Stunden wird die Welt eine andere sein. Okay, dann wird jetzt gekämpft. Hier spricht Admiral Benitez. Die Verräter von 67 und die Terroristen von heute greifen uns an. Es ist höchste Zeit, ihnen die Sache von Jarrett mit dir vorzuführen. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich wollte mich bedanken, dass du mir die Augen geöffnet hast wegen Castillo, Benitez und McKay. Das hätten wir nicht früher besprechen können. Vor der Schlacht bin ich immer sprachlos. Wenn ich in Carlito sitze und die Kugeln pfeifen, habe ich meine Momente der Klarheit. Cool! Ich muss los, Lorenzo! Zeigen wir ihnen, was es heißt, ein wahrer Jaraner zu sein! Ich will, dass der Strand rot wird vor Guerrillero-Blut! Wer mir den Kopf von El Tigre bringt, erhält einen Orden! So, da oben die auf den Mauern müssen noch weg. Ich sehe nichts. Da steht noch einer. Wir sind drin! Nicht jetzt! Das ist schon geil, Slash-Hesse! Oh Gott, hat eine so eine Sturmgewehr-Shotgun! Nein! Oh Gott, ich hasse diese Shotgun, die sie haben. Die ist fast wie ein Sturmgewehr. Oh Gott, bitte! Kann mich jemand wiederbeleben? Das ist ein bisschen mühsam, El Tigre! Danke! El Tigre und ich decken euch! Greift weiter das Tor an! So, dann haben wir die auch. Weiter geht's. Haltet sie auf! Wir sind drin! Oh Gott!
sind drin. Leider ohne Sturm der Munition. Sofort! Danny! Alles in Ordnung? Alles gut. Der Weg scheint blockiert zu sein. Ich hole mir jetzt Benitez. Alles klar. Wir finden einen anderen Eingang und treffen dich, sobald es geht. Ein Feind hat es ins Innere geschafft. Findet und tötet ihn. Okay. Du bist schon tot. Was war das für Wer sich nicht um den Guerriero im Inneren kümmert, wehrt seine Kumpane draußen ab. Da! Exzellente! Dieser Panzer war ihre stärkste Waffe! Jetzt kaufen wir uns den Rest dieser falschen Jarana! What the fuck, wo kommt der her? Hey. Oder die zwei plötzlich aus dem Nichts einfach aufgetaucht. Hier geht's weiter. Holt euch den Eindringling! Befolgt das Protokoll! Kein Gift. Hey, lass das. Retten, Danny. Das wird sehr schnell vorbei sein. Oh, gleich bist du dran. Komm schon, Danny. Mach das zu. Was? Das hätte nicht passieren dürfen. Ich bin zu weit gerutscht. Das wird so etwas von nichts. Komm schon, Danny! Komm schon, mach das zu! Das war das Letzte. Gott sei Dank, das war knapp. Mit kriegst du nicht so einfach, Benitez. So. Hier geht's nicht weiter, ich glaube unten, ne? Hey, Pepe Tigre, bist du noch da? Ja, der Tod lauert hier wirklich hinter jeder Scheißecke. Dann sorg dafür, dass du ihn immer zuerst entdeckst. Claro, el Tigre. Flüchtet einfach. Gott, sind hier viele Türen. Verdammt noch mal hier raus! Mach meine Zelle auf! Geht vom Kontrollraum aus. Okay, dann öffnen wir kurz die Zellen hier, so. Zellen öffnen. Mach doch! Lass die falschen Jarana ruhig frei! Sie werden sterben! Wie du! Dachtet ihr, ich wäre auf so einen Angriff nicht vorbereitet? Das hat sie ja ziemlich gebracht. So, der ist auch durchleuchtet. So. Gott! Haben wir auch. So, Schlüssel. Hier hoch. Dann bin ich da auch schon lieb. Guten Tag. Perfektes Timing. Was weiter? Goldsternenziele. Bist du bereit? Ist mein zweiter Vorname. Du hast zu viel Zeit mit Schlüssel verbracht. Gott, da steht noch einer! Ach Gott, dann hat mich das Gift oder was? Schon. Das ist ein Nadelöhr. Hier seid ihr im Vorteil.
Haltet die Position und lasst keinen Guerriero durch. Tötet so, die dort steht noch einer. Komm schon. Den haben wir auch. Ich verzeihen. Ich will, dass alle Guerrieros innerhalb der nächsten 5 Minuten... Ja, wir machen... Wie viel... Wie viel Damage machen die denn? Was zur Hölle? Der eine schießt mir ins Gesicht, ich sterb fast direkt. So, nachladen. Getroffen. Gott, stehen da viele. Wieso? Oh mein Gott, ist das behindert, wenn das nicht funktioniert. Das kann doch nicht sein. Total. Mit der Shotgun komme ich hier nicht weit. Ich brauche schon Gewehr wieder. Der ist auch weg. Die Pistole für den. Hab ich. Nice. Scheiße, sie hat das Tor zugetan. Das ist eine Kiste, nehmen wir kurz mit. Noch ein Revolver. So, kurz alles nachladen. Ich hab nicht mehr Munition. Ach Gott. Ah, ich weiß wie. Also kurz lass mit. Hallo? Wir gehen da hinein. Wenn das mal funktionieren könnte. So. Das hat nichts gebracht. Okay. Oh, scharf. Kann ich die mit... Geht das? Ja, das funktioniert auch nicht. Wie kommen wir denn dort rein? Sollen wir nicht nach Gegner angreifen, als irgendwie? Nicht so. Ne, das hat nicht so funktioniert. Wie bin ich letztes Mal dort reingekommen? Ich glaube aus dem Büro, da kann es sein. Mal kurz gucken. Wie komme ich am besten... Okay, das hat es nicht gebracht. Wie komme ich dorthin? Hier ist noch eine Tür, wo ich nicht durchkomme. Ich hab's! Die Kanonen! Wir zielen mit den Kanonen ins Innere des Forts. Ich stell die Kanonen ein, dann blasen wir sie weg! Und raus! Du nimmst deinen Arsch da weg! Schnell, Danny! Ans Geschütz! Los! Ich werde nicht aufgeben! Okay. Verstärkung ist jetzt ist auf es Weg. Ich hätte mich, glaube ich, einfach dort dazu stellen müssen, damit der Dialog kommt, aber ja. Ganz klar! Beschützt Yelena! Und da kommt unsere Verstärkung! Da drin stehen noch Leute, so. Das ist auch weg. Kommt noch mehr. Boah, es sind drei Leute einfach weggeflogen. Da kommt einer. Ist ein bisschen mühsam, dass diese Kanone kein Sturmgewehr dran, sondern kein Gewehr dran hat, Maschinengewehr. So, da wird wieder die Dinger sprengt.
Leute, da kommen schon wieder. Sind bei 50%, das ist sehr gut. Kann ich dir irgendwie helfen? Wieder fliegt! Weg ist er. Komm schon! Da kommen schon wieder Leute! Einer mischt super! Komm schon! Noch ein Schuss dorthin. Dann wird er dort in die Wohnung hinein. So. Komm schon, noch ein, zwei Schüsse. Noch einen. Yes, die Tür ist offen. Wieder hier. Was? Oh mein Gott, das Tor war doch schon offen. Meine Güte, was geht hier heute ab? Das kann doch nicht sein. Nochmals. Ach, jetzt zuerst aber die anderen Gegner noch weg, die Nerven. So. Ein Schuss. So, das Tor ist weg, oder? Ja, ist es. Okay. Sein. Nein, oh Gott, ist das mies. Okay, machen wir das nochmals. Ich muss direkt zielen und dann wieder dann schießen. Hoffen, dass ich sie treffe. Zielen! Danny, zielen! Bumm! Rounds! Adios, Benitez! Ojo por ojo! Viva la moral! Scheiter, Benitez! Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Das ist gar nicht klug. Du solltest sie losschneiden. Wieso? Das hat sie doch verdient. Du hast eine Soldatin getötet. Schön für dich. Das Problem mit Soldaten ist nur, dass es immer mehr von denen gibt. Sieh, Mama. Dieselben Fehler, neue Gesichter. Du bist einfach nur sauer, weil deine Revolution vorbei ist und du hast nur einen scheiß Berg bekommen. Genieß deine Trophäe. Benitez Privatvorrat! Salut! Genug fotografiert! Gewonnen, Danny! Ich dachte, ich wäre Bebé Tigre. Nee. Danny Rojas wird größer sein als El Tigre. Weißt du wieso? Weil dein Krieg irgendwann endet. Viva la moral! Sí, viva la Von diesen Dritte-Welt-Gefängnissen kriege ich echten Ständer. Die Sie sehen, Mr. McKay, alles ist unter Kontrolle. Gute alte Säuberung, ich liebe es. Sind Sie schuldig? Wen juckt das schon? Die Admiralin war ein Lamm. Sie hatte nicht das Zeug dazu, die Terroristen zu bekämpfen. Wieso denken Sie nicht darüber nach, Ihre Operation auszuweiten? Bist du eine Legende? Öffne die Zelle. Bei allem Respekt, El Presidente. Aufmachen!
Hast du mit Santos Espinosa gekämpft? In der Revolution 67? Ich habe einen Panzer geradewegs durch die Tore des Kapitols gefahren. Ich sah, wie sie deinen Großvater holten. Ich sah ihn sterben. Wieso hast du ihn gehasst? Die Castillos haben immer nur unser Land geschändet. Und du wirst dasselbe tun, Singao. Das weißt du nicht. Oh, doch. Und wenn du diese Ketten lockerst, erwürge ich dich und rette Yara vor einem weiteren Castillo. Oder tu deinem Land einen Gefallen und bring dich selbst um. Das sollte sich jemand ansehen. Das ist nicht meins. Wir haben es geschafft. Dann würde ich sagen... Dani, schön dich wiederzusehen. Bitte, dann komme ich wieder... Dani, oh. Feierst du immer noch, dass wir Castillos Marine dezimiert haben? Also ich schon. Ich nicht, aber langsam glaube ich, dass ich es sollte. Auf jeden Fall. Damit haben wir eine Verabredung. Wir treffen uns auf einen Drink im Chuchis. Einer Bar westlich der Bahia Concepción. Und nördlich vom Grand Hotel Caballero. Wenn du drauf bestehst. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich. Ach Gott, da kommt noch ein Anruf. Die Admiralin ist tot. Das ist ein großer Schlag gegen Antons Militär. Gut gemacht. Benitez war das Vorzeigekind für das neue Yara. Ohne sie sind sie unorganisiert. Lass ihn keine Atempause, Dani. Das war der Plan. Bis später, Clara. Kommt noch ein Anruf? Kommt da noch was? Nee. Okay, dann bedanke mich wieder herzlich fürs Zusehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, damit ihr keine Folgen mehr verpasst, damit wir vielleicht sogar noch dieses Jahr die 100 Abonnenten schaffen. Und bis zum nächsten Mal.